Es wird langsam spät. Hallihallo, da bin ich wieder mit Don't Starve. Ich habe Don't Starve in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Was an vielen Dingen lag. Ich hatte viel zu tun. Und hatte irgendwie nicht so richtig Lust gerade. Und man muss schon ein bisschen konzentriert sein im Abenteuermodus. Deswegen habe ich es immer so ein bisschen zur Seite gelegt. Ich hatte ja auch so viel im Voraus aufgenommen, dass dann so eine größere Pause entstanden ist. Ja, aber jetzt bin ich wieder dabei. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen hier zurechtkommen. Ich habe schon gesehen, The Game is afoot ist hier das Thema. Und ich bin 2 Tage hier im Spiel. Ich glaube, es ist die dritte Welt. Oder die vierte schon. Uiuiui. Chester habe ich auch schon und es wird bald Nacht und ich habe Unmengen an Essen. Ja, ich werde erstmal ein bisschen sammeln müssen. Und ich wollte mir hier so ein schickes Lager bauen und die Büffel nach und nach abschlachten, denke ich. Weil das doch ein schönes Angebot hier ist. Ja, das müsste ich jetzt eigentlich als nächstes mal mir anschauen. Oh, 41 Grad schon. Ob. Wie heißt's? Dass hier die vierte oder die dritte Welt ist. Das wäre ziemlich wichtig. Ich brauche nämlich noch ganz dringend einen Hut. Einen Minenhut. Das Eis kann ich auch mal abbauen. Habe ich noch ein bisschen mehr Essen. Ja. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, wieder hier ein bisschen zu darben. Und mir schickt die Büffel hier zum Trocknen aufzuhängen. Und vor allem die restliche Map zu erkunden. Ich glaube, ich habe schon alle Übergänge gefunden und würde als erstes über den Spinnenübergang gehen, weil die Spinnen sich immer mehr vermehren. Erstmal muss ich die wegnehmen, die hier in der Nähe des Lagers sind. Also, boah, mal schauen. Na, wo ist denn mein Gehstock hier? Ui! Ja, ich habe super lange nicht mehr Don't Starve jetzt aufgenommen. Die letzten Folgen habe ich irgendwie 3 Stunden am Stück oder so gespielt und brauchte dann erstmal ein bisschen Pause. Deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen raus. Aber das macht nichts. Ich spiele das Spiel ja schon ein bisschen länger und mache immer mal wieder Pause. Und man kommt eigentlich ganz gut immer mal wieder rein. Und bald wird hier ja auch der ewige Frühling kommen. Dann wird es sowieso noch mal ein bisschen leichter für mich. Ich brauche ganz dringend Stöckchen. Ich habe gar keine. Ja, ich habe zwischendurch jetzt angefangen, verschiedene andere Spiele zu spielen. Neue Spiele und alte Spiele, die auch richtig toll sind. Und René, mit dem teile ich mir ja hier die PlayStation. Auch wenn es manchmal nicht so gerecht ihm gegenüber ist. Der spielt auch im Moment relativ viel für seine Verhältnisse. Ja, also, ich gucke mir das mal hier an, was die Spinnchen denn hier meinen. Ja, doch, da links. Super viel Essen, ne? Kann ich das vorbauen? Dann habe ich es weg. Oh, die kämpfen schon da gegen die Pinguine. Hau ich mal auf das Nest hier ein. Nö, nö. Das war sehr schlau von mir. Noch gar nicht zum Kämpfen. Oben war doch ein Schweinehaus. Das wäre eigentlich schlau gewesen, das mal zuerst zu machen. Okay, also, neuer Plan.
Ich brauche eine Schweinehaut. Und einen Kampfhelm. Und erst dann kann ich durch die Spinnen durch. Und ich werde wahrscheinlich relativ automatisch hier Spinnengedönsel sammeln. Da brauche ich nicht extra die Nester angreifen während der Nacht. So, das pflanze ich mal daneben. Na komm. Kann ich noch eins bauen? Nein. So. Mache ich das hier mal eben weg. Das ist entspannt, ne, mit dem Vögelchen. Wirklich ein schönes Spiel. Macht auch nach einer Pause immer wieder Spaß. Ich brauche noch eine. Hier. Eine Büffel. Miest bitte. Ach komm, geh da mal mit. Ja. Achso, ich brauche Steine. Das ist es. Steine. Na gut. Ich brauche einen. Nee, ich brauche einfach nur Stein. Ich brauche keinen Kältestein. Der Winter ist so kurz hier. 8 Tage oder so. Das sollte ich dann auch ohne alles hinbekommen. Also ohne den Kältestein. So. Liebes Schwein, es tut mir sehr leid. Ich brauche deine Haut. Vielen Dank. Doch. So. Ach ja, nicht so schlau. Hui. Habe ich auch schon eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Dann koche ich mal ein bisschen weiter. Damit ich ein bisschen mehr Platz hier habe. Kann ich das schon anpflanzen? Nein. So. Ein bisschen Platz schaffen. Ah, okay. Danke. Achso, Moment, was war der Plan? Die Spinnen habe ich. Da. Brauche ich noch einen Speer für, das wäre ganz gut. So. Und dann auf sie mit Gebrüll. Ich habe ja auch den Bart. Der schützt mich auch noch ein bisschen mehr vor der Kälte. Das kann man auch mal stacken hier. Hui. Ach, der Gehstock ist super. Kann ich immer nur empfehlen. Ist das beste Objekt hier für den Adventure Mode. Okay, gut. Das sind so viele. Los, los, los. So. Wow. Weg hier, weg hier, weg hier. Das muss ich erstmal ein bisschen minimieren. Das funktioniert nicht. Außerdem muss ich dringend mir ein bisschen mehr Leben zulegen hier. Hui, das war sehr knapp. Da komme ich so nicht durch. So kann ich auch die Büffel nicht angreifen. Gut, dann schlafe ich mal fix. So, ich habe doch bestimmt ein Zelt vorgebaut. Ja. Das kommt mal nach links. Essen habe ich ja auch zur Genüge. Dann
packe ich mal so hier hin. Ich weiß nicht genau, ob das Essen mehr schlecht wird, wenn ich jetzt schlafen gehe. Wow. Ich bin so hungrig. Hier, iss was, Wilson. Auch gut für die Gesundheit, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Objekte in der Tasche dann schneller schlecht werden, als wenn ich die in die Kiste über Nacht tue. Das macht natürlich gar keinen Sinn, aber ich habe das Gefühl. Gut. Gucken wir mal, wie es den Spinnen jetzt so geht. Gibt es bestimmt auch bessere Methoden. Einfach durchrennen zum Beispiel. Aber die werden ja nicht weniger. Die sollen mal schön hier gegen die Pinguine kämpfen. Okay, ich laufe mal einfach durch. Setze den Helm dafür auf. So. Gold nehme ich gerne mit, gerade wenn es so gratis ist. Und hier fängt es mit den Tentakeln an. Bleib mal kurz stehen und gucke, ob Chester es schafft. Chester? Ja. Gut. Und dann suchen wir hier mal das erste Objekt. Sehr schwach. Schade, schade. Ich lasse mir lieber den Kampfhut auf. Weil es hier doch ein bisschen brenzlig gerade ist. Ich hätte den Rucksack einfach da lassen sollen und noch eine Rüstung anziehen sollen. Es wäre schlauer gewesen. Aber ich bin ja schon in der richtigen Richtung hier. Ah, hier ist Sumpf. Gut. Machen wir es folgendermaßen. Pack jetzt alles in den Chester rein und mach mir eine Rüstung und lass den Rucksack hier. Das hilft ja so nichts. Und fäll eben ein paar Bäume, weil ich jetzt dadurch, dass ich mir die Rüstung gebaut habe, nicht mehr so viel Holz habe. Ich werde auch kein Feuer heute Nacht brauchen. Sondern nur die Fackel, die ich in Chester reingetan habe. Aber durch den Sumpf mit so wenig Leben und ich habe noch keinen Wiederbelebungsstein gefunden. Das ist mir zu heikel. Essen. Die nehme ich mal für Notfall in die Hand, denn die Steine brauche ich so spontan selten. Gut. 12 Holz müsste auch wieder reichen. Oh, das sieht doch nett aus. Aha, aha. Genau das ist nämlich die Falle. Chester, kannst du da weggehen? Danke. Hier, die möchte ich. Überall sind Tentakel, ne? Die sieht man schon am Boden. Ah, okay. Jetzt ist mir kalt. Das kann ich auch nicht so gut gebrauchen. Aber damit kann ich meine Gesundheit gerade ein bisschen hochziehen wieder. Ich weiß, es ist jetzt auch ein bisschen Verschwendung, aber was soll's. So, und dann guck mal hier in den Chester nochmal ein bisschen mehr Futter rein. Und das auch. Ich lade mich hier mal ein bisschen auf. Nee, nee. Ah.
Oh, danke schön. Praktisch, ne? Einfach praktisch. So, ich habe eigentlich gehofft, dass ich... Oh, okay. Oh, nee, Chester, komm doch mal weg. Dass ich ohne den... ich habe vergessen, wie er heißt. Ohne die Wünschelrute hier zurechtkomme. Und das Objekt einfach so findet, das Ding. Aber es ist doch ein... Ach ja, da haben wir es schon. Doch ein bisschen sehr spannend, wollte ich gerade sagen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Chester, wenn du mitkommen würdest, wäre das mir eine sehr große Hilfe. Dankeschön. So. Nee, ich wollte gar nicht mit dir spielen. Gut, dann haben wir hier schon mal das erste Ding gefunden. Und schlimmer kann es nicht werden, denke ich. Ich hole nochmal eben. Das hier raus. Oh, ich muss so auf Geräusche achten die ganze Zeit. Weil man hört es mal so grummeln. Wenn man in der Nähe von so einer Tentakel ist, dann sieht man immer dieses Gegrummel, diese kleinen Hügel auf dem Boden. Aber man hört es auch so grummeln, wenn man in der Nähe ist. Man läuft hier super oft aus Versehen in die Reihen. Deswegen springe ich mal durch ein Wurmloch, weil, wie gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Das Ding spielt verrückt. Witzig, okay. Hier ist auch direkt ein weiteres Wurmloch. Aber mir ist auch kalt, deswegen mache ich mir mal erstmal... Ich bin hier auf so einer kleinen Insel, das ist ja süß. Und wo ist es? Nah dran. Dort oben. Ah, da sehe ich auch schon ein paar Freunde, die wir ja auch schon kennen. Das war witzig. Dann bleibe ich mal hier auf dieser wunderbaren kleinen heilen Insel. Die ist ja richtig süß. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Wurmloch ich gekommen bin. Gut. Ich brauche mal die Steine hier ab. Ist ja relativ entspannt. Kann ich hier auch die Nacht über bleiben. Spare ich mir ein bisschen die Fackel. Das Feuer habe ich ja eh schon gesetzt. Und dann kann ich mir noch ein bisschen hier das Holz und Gold abbauen. Ich glaube, ich bin aus diesem Wurmloch hier rausgekommen. Und ich würde dann einfach ins nächste springen. So ungefähr ist auch Archipelago. Archipelago hatte ich jetzt ja noch nicht. Archipelago finde ich halt einfach witzig, deswegen sage ich es immer wieder. Es ist eine ziemlich schwierige Welt, aber irgendwie dadurch, dass man überall mit den Wurmlöchern zurechtkommen muss und sich das gut merken muss, wo man schon mal war und wo man wohin kommt, finde ich das irgendwie ganz witzig. So. Und dann haben wir hier schon wieder unsere 20 Minuten Aufnahme. Es ging echt schnell. 2 Tage habe ich gespielt. Gut, dann machen wir mal gleich am 5. Tag weiter. Bis gleich.